Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin heute ziemlich aufgeregt, denn heute steht ein Thema an, auf das ich mich jedes Jahr unglaublich freue. Denn heute ist Tag des Pinguin, Weltpinguintag. Das ist doch der beste Tag überhaupt im Jahr. Da heute ja auch drei Themen ein Bild drauf fällt und ich ja normalerweise drei Themen ziehe, werde ich das heute ein bisschen anpassen. Ich werde heute das Lebewesen vorwegnehmen, und zwar den Pinguin. Der befindet sich zwar auch irgendwo hier drin in diesem Glas, aber ehe ich da jetzt alles durchsuche, und das will ich ja eigentlich auch gar nicht, so haben wir dann vielleicht irgendwann die Gelegenheit, nochmal einen Pinguin zu ziehen. Deswegen nehme ich heute das Lebewesen raus, bestimme einfach mal, dass es heute der Pinguin ist und werde noch einen Gegenstand und ein Tonvivo ziehen. Für mich hat der Pinguin, das ist glaube ich das erste Video heute mit dem Thema Pinguin, denn eigentlich, wie ihr ja auf meinem Profil vielleicht auch schon entdeckt habt und auch in den Videos, wird ja meistens unten in der Ecke ein kleiner Pinguin angezeigt. Und zwar ist das meine Mac und die begleitet mich tatsächlich schon ein paar Jahre mit Lillys Berlin zusammen. Und ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so richtig erklären, warum Pinguine. Es sind halt einfach meines Erachtens fantastische Wesen. Und ja, und meine Mac, die ist eigentlich dazu da, um ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, um Fröhlichkeit auszustrahlen. Und ich denke, das schafft sie auch immer wieder. Genau darum wird es heute auch gehen. Ich werde meine Mac heute zeichnen, also nicht irgendein Pinguin, sondern meinen Charakterpinguin. Bin schon sehr gespannt, was wir dazu noch zeichnen werden oder was sie tun wird oder wie auch immer. Ich werde mal anfangen zu ziehen, und zwar einen Gegenstand. Baumstamm. Blau. Ich gehe nur mal kurz in mich, was sie denn tun könnte. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diese drei Themen auch umsetzt. Und ich würde mich allgemein überhaupt freuen, wenn heute ganz viele Pinguine durch die sozialen Medien watscheln und schwimmen und laufen und was auch immer. Ich würde euch unten in der Bildbeschreibung oder in der Videobeschreibung einfach mal auch aufschreiben, warum heute Tag des Pinguins ist. Das ist nämlich eigentlich eine ganz interessante Sache. Und ich mache diese Aktion seit 4 Jahren jetzt unter dem Hashtag Male einen Pinguin. Und da sind schon ganz, ganz tolle Werke entstanden. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier reihum, welche Werke bei mir entstanden sind. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier zusammen mit euch ein Bild mit ihr zeichnen zu können, zu malen zu können. Es wird auf jeden Fall mit Aquarell sein, weil das sind so ihre typischen Merkmale. Ich male sie eigentlich auch mit Buntstift, mit Gouache habe ich sie auch schon gemalt. Aber ich werde heute in meinem vertrauten Element Aquarell bleiben. Das heißt, wir brauchen Aquarellfarben und auch wasservermalbare Farben. Ein paar Pinsel, Mischpaletten, Aquarellpapier, beziehungsweise ich benutze ja so ein Universalpapier, was auch für Gouache und Acryl geeignet ist. Aber ganz zum Anfang werde ich mir eine Skizze machen. Ich habe schon eine kleine Idee im Kopf. Lade euch jetzt ein, mir zu folgen, mit mir mitzumalen. Oder vielleicht habt ihr ja selber auch schon einen Pinguin gemalt, den ihr heute präsentieren wollt oder schon präsentiert habt. Ich sammle mal meine ganzen Materialien zusammen. So, wie ihr seht, als erstes habe ich hier erstmal ein Skizzenpapier, ein ganz normales Papier, um mir jetzt mal eine kurze Überlegung aufs Papier zu bringen. Ich habe mir überlegt, der Baumstamm blau. Mac wird schaukeln. Der Baumstamm hochkant. Sie wird auf jeden Fall schaukeln. So viel ist klar. Und sie wird auf einem Baumstamm sitzen. Mal ganz grob jetzt hier. So, der Baumstamm. Das Seil natürlich rum. Oder durch. Durchbohren könnte man es auch hier unten. Durch. Wir machen es durch.
hier oben. Könnte ich jetzt noch den Ast hinmalen. Ich würde es jetzt aber ein bisschen unterm Grün. Ich würde hier oben einfach ein bisschen seitlich auch das Laub eines Baumes hinmalen. Und die Seile verschwinden hier oben in dem Grün. Und hier wird die Mac drauf sitzen. Ich male Mac immer allgemein Tiere oder meine Figuren versuche ich immer mit geometrischen Formen zu zeichnen. Das zeichnet sich durch ovale Kreise, nicht kantige Vierecke, also immer meistens mit abgerundeten Ecken. Meistens schaue ich mir dazu zu tatsächlich echte Bilder an, also reale Fotos oder ähnliches schaue ich mir dann an. Und da kann man dann auch sehr gut eine, ich sag jetzt mal, Comic-Variante eines Tieres, also keine realistische Variante, zeichnen. Muss man natürlich so nicht machen, kann man natürlich auch frei raus malen. Aber ich, wie gesagt, mache hier mir meistens, also der Kopf, immer einen Kreis. Und den Körper passe ich dann dazu in der Regel an, der auch ein Kreis ist. Und das verbinde ich dann halt. Sie sitzt jetzt halt, deswegen ist es ein bisschen gekrümmt. Der Blick geht ein bisschen mehr in die Richtung, ne? Also sie guckt mich nicht an und demnach ist ja alles so ein bisschen seitlich. Die Füße irgendwie so ein bisschen vorne gestreckt wirken und dann hält sie sich hier natürlich fest. Man sich mit Hilfe für das Gesicht hier so ein Kreuz einzeichnen. Und da ist es jetzt halt natürlich wichtig, in welche Richtung sie guckt. Ich kann jetzt hier kein Kreuz einzeichnen oder ein Plus zeichnen, was gerade ist, ne? Weil dann stimmt die Symmetrie oder der Gesichtsausdruck gar nicht mit ihrer Körperhaltung überein. Ne? Das wäre ja dann total versetzt. Und demnach gehe ich hier mit der Blickrichtung, das heißt, es ist so ein bisschen ovaler, so ein bisschen gebogen. Und dadurch, dass sie ein bisschen nach oben schaut, ist auch die horizontale Linie etwas gebogen. So, und genau auf dieses Plus, da mache ich meistens immer das Schnäbelchen. So sieht dann ungefähr eine Skizze aus und ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich den Baumstamm etwas kleiner. Irgendwie erscheint mir das gerade ein bisschen groß. Ein Baumstamm muss ja auch nicht dick sein. Sieht gerade so monströs aus. Ich glaube, ich mache ihn noch ein bisschen kleiner. Den Wirkungen brauchen wir natürlich auch. Jetzt eigentlich nicht wegradieren, aber da könnt ihr euch ein besseres Bild zumachen. So, ich glaube, dann stimmt es meines Erachtens besser überein. So. So wird meine Skizze aussehen. So wird grob mein Motiv aussehen. Das hier drinnen sieht man natürlich auch alles nicht.
degradiert. So. So sieht es dann im Groben aus. Ich bin schon sehr gespannt. Ich liebe es ja, Bilder mit ihr zu malen, da sie so vielseitig ist. Sie ist sehr wandelbar, sehr vielseitig. Und das macht ja auch einen guten Charakter aus, den man erschafft, dass er vielseitig einsetzbar ist. So, die Farbe Blau werde ich in den Hintergrund mit einfügen, und zwar als Himmel. Und da gucken wir uns das gleich mal an, wie wir das machen. Ja, so, aber jetzt werde ich erstmal die Skizze auf mein Bild hier übertragen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Aber ich glaube, ich mache es heute mal, wie ich sonst eigentlich nicht mache. Aber ich würde es gerne ähnlich dem haben. Also ihr könnt natürlich, wenn ihr auf einem Blatt hier skizziert habt, ne, die Rückseite mit einem weichen Bleistift, am besten einem B-Bleistift. Ich habe jetzt hier 2B. Großzügig hier hinten das Granit eures Bleistiftes auftragen. So, dass alles abgedeckt ist. Und dann könnt ihr das Motiv, wenn ihr Angst habt, dass es verrutscht, dann klebt es euch fest. Das am besten mit Washi-Tape. Ich klebe es jetzt mal hier oben fest, dass ich es noch hochklappen kann. Aber so verrutscht es im Groben auf jeden Fall schon mal nicht. Und dann kann ich einfach meine Außenlinien hier nachmalen. Und das sollte dann sich übertragen auf mein Papier. Muss man natürlich gut aufdrücken. Aber hier sieht man das schon. Und ich finde es auch schön, dass das so leicht ist. Ja, das ist jetzt nur wirklich eine sehr zarte Skizze, die wir übertragen. Aber das ist okay so. Hier muss es auch nicht perfekt rund sein. Das ist ja auch ein Baumstamm, ne? Also der ist ja auch nicht, muss ja auch nicht perfekten Rundungen aufweisen. Aber die Füße dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und dann bin ich schon recht zufrieden mit der Übertragung. Den Rest, den zeichne ich ja dann eh frei ein auch, ne? Auch das Laub oben des Baumes und den Hintergrund, den können wir dann auch noch ganz frei reinmalen. So, das nehmen wir hier wieder ab. So, wem das jetzt hier zu zart ist, ne? Also wenn ihr dickere Linien braucht, ihr könnt euch das natürlich auch jetzt mit Feinliner vormalen und dann ausmalen, ne? Das ist natürlich auch eine relativ einfache Option. Mir reicht das jetzt aber hier und ich werde eigentlich auch direkt loslegen und ich beginne auch mit meiner MAC, damit die in Ruhe durchtrocknen kann. So, dadurch, dass sie jetzt auch nicht so groß ist, benutze ich hier jetzt einen Pinsel, einen ganz normalen in der Größe 2 und hier brauche ich tatsächlich Schwarz. Ich habe hier Schwarz in meiner Mischpalette, wie ihr das seht, und das mische ich jetzt tatsächlich wirklich großzügig mit Wasser auf, dass ich ein zartes, also nicht ein zartes, aber ein helles Schwarz, also ein Grau habe, ne? Und damit male ich sie jetzt quasi vor, also als Lasur, als erste Schicht.
Das lasse ich trocknen. Das lasse ich auch wirklich tatsächlich richtig trocknen. Und würde jetzt hier oben die erste Schicht mit dem Baum anfangen. Dafür brauche ich ein helles Grün, vielleicht sogar ein leuchtendes Grün. Ich habe ja hier schon einen Grün drin, das werde ich mit Sicherheit irgendwie mit einmischen. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte gerne ein helles Grün. Das muss auch nicht farbintensiv sein. Ich benutze hier jetzt einen Pinsel in der Größe 4, könnt ihn aber auch gerne größer nutzen. Und tupfe jetzt hier wirklich bloß durch. Damit das so ein bisschen laubähnlich ist. Die Richtung mal ändern. Und die helle Fläche hier jetzt mit dem Laub, das ist auch die größte Fläche. Das gibt ja die Lichteffekte dann. Also das sind ja quasi auch die Lichteffekte, die durch Sonne oder allgemein durch Licht und Schatten reinkommen. Wie weit ihr das ausschweift, das liegt ganz bei euch. So, ich lasse das jetzt so. Dann werde ich zum Baumstamm gehen. Dazu brauche ich einen Braunton. Fangen wir auch mit was Hellem an. Das heißt, wir brauchen Wasser. Ich nehme hier Umbra Natur. Und ein wenig vom Lichter Ocker. Wasser dazu. Es muss nicht dunkel sein, soll wirklich auch wieder eine Lasur sein. Ne? Und dann nehme ich jetzt den Baumstamm. Spart hier die Füße aus. Ne? Dann werde ich schon die zweite Schicht grün machen. Da wird es jetzt ein bisschen dunkler. Ihr könnt ruhig die Farbe hier benutzen, die ihr schon hier drin habt. Hier könnt ihr entweder das Grün andunkeln mit ein bisschen Blau oder ihr habt ein anderes Grün da, was ihr da aber auch gerne mit reinmischen könnt. Ich habe jetzt hier noch ein, wie heißt das? Hokas Grün Hell. Das mische ich jetzt hier mal rein. Und ich möchte wirklich ein paar Schichten vom Grün haben. Deswegen wird das auch gar nicht großartig dunkler. Dann werde ich. Jetzt wird's. Nein, stopp. Erst machen wir noch die. Dann nehme ich mal direkt aus dem Kasten. Indischgelb. Für die Schnitte. Und die Füße. Und dann werde ich die zweite Schicht mit Schwarz machen. Und zwar
bleibt MAC jetzt eigentlich so hell und jetzt kommen nur die Schattierungen rein. Ich benutze immer einen Pinsel, mit dem ich einerseits schwarz mache und mit dem ich auch dann weichere Übergänge mache. Also zwei verschiedene Pinsel nutze ich hier. Und zwar mache ich mir den anderen schon nass. Ich mache mir beide nass. Dann brauche ich jetzt noch ein bisschen schwarz. Soll ja dunkler werden. Wenn ihr unsicher seid mit dem Schwarz, dann versucht es stufenweise zu machen. So, da haben wir zum einen hier einen Schatten. Dann schon ab die Flosse, nicht der Arm. Natürlich auch hier. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was man mit schon einer zweiten Schicht Farbe alles rausholen kann. Die Schatten auf dem weißen Körper, also auf dem Rest des Körpers, das setze ich ganz zum Schluss. Und wir haben jetzt aber natürlich auch noch von oben den Schatten, ne? Das habe ich sonst eigentlich nicht. Aber dadurch, dass sie ja diesmal unterm Baum sitzt, oben und natürlich auch von unten. So, da haben wir die zweite Schicht von MAC. Sie wird wieder ganz niedlich. Da freue ich mich schon drauf. So, dann würde ich beim Baum weitermachen. Und zwar nehmen wir da jetzt ein bisschen nochmal vom Umbra Natur rein. Und da machen wir das jetzt auch Schritt für Schritt immer ein bisschen dunkler. Den Kreis hier vorne. Den Rand mal grob. Damit man die Schnittfläche sauber hat hier, ne? Und dann um die Rinde nachzugehen.
hier so ganz mit dem Pinsel nochmal so zwischendurch aufdrücken und wieder locker lassen. Das Muster einer Rinde rein. Ganz grob erstmal. Hier fehlen natürlich auch noch die Seile. Die mache ich aber ganz zum Schluss rein, denn die werde ich wahrscheinlich mit einem schwarzen Fineliner machen. Das werde ich mal gucken. Oder halt schwarz mit einem Pinsel. Oder halt dunkelbraun. Irgendwie werde ich die da noch einfügen. Jetzt kommt aber erstmal noch eine nächste Schicht grün. Wieder ein bisschen dunkler. Ich nehme jetzt hier mal das Chromoxid. Und tupfe mich hier wieder durch das Grün, durch das Laub. Und dann seht ihr ja auch schon, wie hier eine bisschen greifbare Situation entsteht, ne? Durch die verschiedenen Farbschichten. Und ich werde jetzt hier dann auch gleich nicht mehr alles durchtupfern, sondern wirklich, wenn ich jetzt überlege, das Licht kommt, ich würde jetzt nicht sagen Sonneneinstrahlung, aber das Licht kommt von oben oder ein bisschen von der Seite. Das heißt, irgendwo muss es ja heller bleiben. Ne? Und da werden wir oder werde ich dann gleich die Stellen dadurch dann hervorheben, dass ich sie mit noch dunkleren Farben nicht noch betupfe. So, wir gehen in die dritte Schicht und in die letzte Schicht bei MAC, um noch ein bisschen mehr Tiefe zu schaffen. Da werde ich jetzt mit zwei gleichen Größen arbeiten. Und ich brauche noch ein bisschen mehr Schwarz hier drin. Hier. Euch fällt natürlich jetzt bestimmt auf, dass hier ja noch so helle graue Linien sind. Die gehe ich jetzt noch mit einem längeren Nuller nach. Zeichnen jetzt hier auch das erste Mal. Es muss nicht satt schwarz sein. Und die Augen ein.
Jetzt mache ich noch den Schnabel und die Watschelfüßchen. Eine Nuance dunkler. Bei mir ist das hier dann nach Indischgelb echt gelb, dunkel. Das lasse ich auch mit so einer Kante. Ach, das sieht doch schon total niedlich aus. Das gefällt mir gut. Und jetzt werden wir die nächste Schicht am Baumstamm machen. Da werde ich jetzt Umbra gebrannt reinnehmen in meinen Farbtopf hier. Und auch versuchen, so wenig wie möglich Wasser jetzt. Lebenslinien hier, die zeichnen wir dann auch gleich noch rein. Aber ihr merkt, es nimmt schon Formen an. So, und jetzt brauchen wir hier ein bisschen dunkles Grün. Ich werde jetzt hier eine Mischung aus Chromoxid und Olivgrün. Einen ganz kleinen Ticken dunkelblau. So, mit MAC sind wir vom Körper her, vom Schwarzen vom Körper her jetzt fertig. Ich werde, also die Flossen und der Schnabel fehlt natürlich noch. Ich werde jetzt mal das Seil einzeichnen, einmalen. Und zwar, wie machen wir das? Ich glaube, da nehme ich jetzt einfach mal dieselbe Farbe, die ich gerade beim Braun schon hatte. Ach, beim Stamm. Ich ziehe jetzt hier keine gerade Linie runter. Also ein bisschen uneben. Weil es soll ja ein Seil darstellen. Hier muss man natürlich ein bisschen in die Flosse beim MAC reingehen. So, und das verschwindet hier im Baumstamm und kommt unten wieder raus. Das natürlich auch hier. Und dann hier ein bisschen noch in den Baum reingehen. Die Schatten. Dann nehme ich wirklich ganz vorsichtig hier aus dem Rand raus. Ihr seht schon, es zieht sich dann schon so nach oben. Da arbeite ich mich auch vor. Also ne, da mache ich jetzt nicht, es muss kein endgültiges Schattenexperiment hier sein. Lass ich jetzt mal kurz antrocknen.
In der Zeit mache ich die nächste Schicht braun. Und da nehme ich jetzt eine gute Ladung Umbra Natur. Denn es soll ja auch langsam die letzte Schicht werden. Jetzt auch wie bei dem Schatten gerade beim Mac hier ganz aus dem Rand eine helle Farbe nehmen mit dem dünnen Pinsel und jetzt hier die Lebenslinie vom Baum einzu. Die müssen auch nicht eben sein. Ja. Kann sich auch ein bisschen gut überschneiden. Aber es soll ja auch nur angedeutet sein. Man sieht sie ja, klar, wenn man einen Baum aufschneidet oder eine Baumscheibe sieht, sieht man die. Aber ja auch, wenn man sie weiter weghalten würde, würde man sie auch nicht sehen. Also man kann es hier gut erkennen. Aber es nimmt Formen an. Ich liebe das, wenn man so Schritt für Schritt sieht, wie ein Bild lebendig wird. So, wir machen jetzt noch eine letzte Schicht mit Grün und da nehme ich jetzt noch eine gute Ladung Blau mit rein, damit das schön dunkel wird jetzt hier. Ein bisschen Grün. Gut. Da sieht man jetzt schön so den hellen und dunklen Unterschied. Aber denkt dran, das Blau kommt ja auch noch. Da werde ich dann wahrscheinlich gleich mal das Bild, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich es mache. Aber das kriegen wir schon hin gleich. So, ich würde hier gerne noch ein bisschen Schatten. Schicht an Füßen und Schnabel. Das mache ich jetzt mit Rot. Mache ich nur ganz vorsichtig eine feine Linie. Dann kommt noch ein Schattenlinie unter den Augen. Und unterm Schnabel. Das Wichtigste, was noch fehlt, sind die Wangen. Dann brauchen wir noch einen Schatten.
Sehr fein. Und jetzt fehlt ja nur noch das Blau. Ich schau mal, ob mein Bild auch gut getrocknet ist. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Und ich glaube, da werde ich mir jetzt einen Flachpinsel nehmen. Na, ja, da kann ich am besten blau arbeiten und dann nehme ich hier das Cyan. Wenn ihr euch unsicher seid, probiert es erst an einer Ecke aus. Ich gehe jetzt mal in die vollen. Ja. Ansonsten ist sie da auf ihrer Himmelsschaukel und mir gefällt das richtig gut. Ich bin ein bisschen verliebt. Das wölbt sich jetzt ein bisschen nach oben. Ich habe das jetzt natürlich auch nicht festgeleimt. Aber ich bin mehr als zufrieden. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich bin ja jedes Jahr aufs Neue immer wieder überrascht und begeistert von den Bildern, von euren Bildern. Und ich denke, wir haben alle Themen gut, oder ich habe alle Themen gut verbaut. Das ist mein Werk zum Weltpinguintag. Ganz besonderes Thema heute bei drei Themen ein Bild und natürlich auch für Sonntags mit Lillis was ganz Tolles. Ich hoffe, ihr habt wirklich heute einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert. Ich konnte euch ein bisschen was mitgeben, weil heute haben wir ja doch mal ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe einfach gute Laune gerade. Das versüßt mir meinen Tag und da freue ich mich auch die ganze Zeit jetzt, glaube ich, noch drüber. Mal gucken, was ich heute noch so anstelle. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderbaren Sonntag. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir für das Video gerade eben einen Daumen da lasst und wenn ihr weiter informiert bleiben möchtet, dann lasst auch gerne ein Abo da. Da kommen jede Woche sonntags Videos. Im Mai wird es ein paar weniger geben, weil ich nämlich Urlaub habe. Nur mal schon so als Vorankündigung. Wenn ihr auch Ergebnisse habt, teilt sie. Wenn es mit einem Pinguin ist, Hashtag male einen Pinguin für den heutigen Weltpinguintag. Und dann noch als zweiten Hashtag sonntags mit Lillis. Und vielleicht noch einen dritten Hashtag drei Themen ein Bild. Aber so viel müsst ihr nicht reinmachen. Mir reicht es, wenn ihr sonntags mit Lillis oder male einen Pinguin mit einbaut. Ich wünsche euch einen ganz, ganz zauberhaften Tag noch, auch wenn ich mich wiederhole. Ihr merkt meine Nervosität und gute Laune einfach an. Ich werde jetzt hier noch in Ruhe aufräumen und ja, ich wünsche euch was. Habt's gut und lasst euch nicht ärgern. Kommt morgen gut in eine neue Woche. Tschüss!